Freunde, ich hab da was für euch. Nein, LG hat da was für euch. Das G8X ThinQ, das neueste Phone der G-Serie. Um es nur ganz kurz mit dem G8S zu vergleichen als Einstieg, bevor wir zur großen Besonderheit, einem Extra, nämlich dem Dual-Screen, kommen. Das G8X kommt mit größerem Display und kleinerer Notch. Die Z-Kamera und damit auch AirMotion hat keinen Platz mehr und verschwindet. Stattdessen bekommen wir eine 32-Megapixel-Frontkamera, auf die LG sehr stolz zu sein scheint. Der Fingerabdruckleser rutscht von hinten nach vorne und zwar innen, also unter das Display, und aus der Triple Cam wird eine Dual Cam mit 12 und 13 Megapixeln. Und auch auf diese Kamera scheint LG sehr stolz zu sein. Da wir beim Pre-Briefing allerdings noch Vorserienmodelle hatten, kann ich euch dazu leider noch nichts sagen, die Geräte waren noch nicht final und es wäre nur unfair. Mit dabei ist jetzt wieder der Quad DAC, also der Vorverstärker, den wir alle beim G8S so vermisst haben, und eine leicht umdesignte Oberfläche. Das 8X ist minimal dicker als das 8S, der Akku dafür satte 450 mAh stärker, 4000 sind es am Ende, und da kommt ein bisschen die Frage auf, wieso man das beim 8S nicht geschafft hat. Der Snapdragon 855 steckt drin, 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher und dann ist da noch Platz für eine MicroSD-Karte, erweitert werden kann er also. Der LG Dual Screen ist eine Art Anschnallhülle mit zweitem Display, in die das G8X eingelegt wird, um den Displayinhalt auf zwei Displays zu verteilen oder beide gemeinsam gleichzeitig zu nutzen. Das ist gerade zu Beginn sehr gewöhnungsbedürftig, bietet aber eine sehr spannende Art zu arbeiten. Ihr könnt zum Beispiel oben surfen und habt unten eine große Tastatur. Ihr könnt oben auch Texte schreiben, Hauptsache ihr habt unten ein ganzes Display voll mit Tastatur. Oder ihr habt den Sucher und nutzt das zweite Display als Blitz für Selfies. Oder ihr zockt oben und habt unten ein eigenständiges Gamepad. Ihr könnt auch beide Displays gleichzeitig nutzen und im Internet surfen, allerdings habt ihr dann einen recht dicken Balken in der Mitte. Direkt in der Hülle steckt ein USB-Anschluss, ein USB-C-Anschluss, und in den steckt ihr dann das G8S und dann kann es auch schon losgehen. Geladen wird das gesamte Paket dann über einen magnetischen Anschluss auf der Außenseite. LG betont, dass das zweite Display außerdem exakt dem des G8X entspricht. Es ist ebenfalls 6,4 Zoll groß und es ist ebenfalls ein Full HD Plus auflösendes OLED Full Vision Display. Strom zieht das Cover übrigens direkt aus dem Smartphone, einen eigenen Akku oder Prozessor hat es nicht. Das funktioniert alles so. Dafür kann es komplett umgeklappt werden und hat auf der spiegelnden Außenseite ein 2,1 Zoll kleines Mono-Cover-Display. Das zeigt ein paar Informationen, wie zum Beispiel die Uhrzeit und das Datum an, und ihr müsst das Smartphone dann nicht aufklappen. Ich sag mal so, bei einem Bundlepreis von 800 € hätte ich die Mischung als gut empfunden. Ein anständig ausgestattetes Smartphone mit sehr, sehr nettem Zubehör. Aber LG wäre nicht LG, wenn sie das Ganze nicht ein bisschen anders behandeln würden. 749 € UVP für das Phone und 249 € für den Dual Screen stehen in der Pressemitteilung. Erhältlich als Kombination ab, ja, auch das ist wieder LG, November 2019. Und da steht auch noch, die unverbindliche Preisempfehlung des Gesamtangebots werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Ich bin gespannt und das seid ihr wohl auch. Was würdet ihr für die Mischung zahlen wollen und was haltet ihr vom G8X an sich und vom Dual Screen? Gut umgesetzt, eher nicht. Lasst mich das alles gerne in den Kommentaren wissen und dann war's das auch schon von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.